Sehr geehrtes Publikum, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen und zugleich sechsten Ausgabe von Zu Besuch bei Künstlerinnen. Heute sind wir bei Arnold Mario Dalloch zu Besuch, den ich an dieser Stelle herzlich begrüße. In das Werk von Arnold einführen wird sie jetzt Lisa Trockner und schließlich wird uns Arnold durch sein Studio führen und uns sein Schaffen und seine Arbeit zeigen. Seien Sie gespannt und haben Sie eine gute Zeit mit Arnold Mario Dalloch. Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Besucherinnen und Besucher, bei dieser sechsten Ausgabe von Zu Besuch bei Künstlerinnen. Lieber Arnold, danke dir herzlich für die Einladung. Wir haben bereits einige Stationen hinter uns. Wir waren in Bozen, wir waren in Pritzen, in Kastelruth, aber auch in den Hauptstädten Europas unterwegs, in Wien und Berlin. Auch wenn wir diese Woche wieder zurück sind in Südtirol, hat dieser Atelierbesuch Großstadtflair. Wir befinden uns heute in einem klassischen Gewerbegebiet, nämlich in Lana, in dem Arnold seit über 10 Jahren sein Atelier betreibt. Spätestens seit den 60er Jahren, also seit sich Soho zum Künstlerviertel entwickelt hat, haben diese Gewerbebauten mit ihren lichtdurchfluteten Räumen, mit den kahlen Wänden und den großformatigen Flächen an Attraktivität gewonnen. Und tatsächlich hat sich auch das Gewerbegebiet Lana durch den Pioniergeist von Arnold und anderen zu einem kleinen Künstler-Hotspot Südtirols entwickelt. Was wiederum der beste Beweis dafür ist, dass die Präsenz von Künstlerinnen und Künstlern die Attraktivität von Orten steigert. Das Pionierhafte entspricht nicht nur dem Wesen von Arnold, er ist zweifelsohne jemand, der etwas zu sagen hat und der die Dinge auch anpackt, sondern dieser Pioniergeist spiegelt sich auch in seinem umfangreichen Werk wider. Arnold ist Jahrgang 1960, er ist in Meran aufgewachsen, hat dann bei Emilio Vedova in Venedig Malerei studiert. Er ist und war viel auf Reisen, hat viele neue Kulturen kennengelernt und seine Werke sind in den großen Metropolen Wien, Berlin, Moskau und Paris ausgestellt. Zudem hat er sich auch als Grafikdesigner unter dem Namen Dalloch & Friends einen Namen gemacht. Sein primäres Medium ist nach wie vor die Malerei. Er ist ein Maler, der das Handwerkliche, also die herkömmliche Technik, beherrscht, aber gleichzeitig auch neue Felder experimentiert und entwickelt. Dank dieser Experimentierfreude erweitert Arnold sein Schaffen auch ins Dreidimensionale. Bekannt sind der realistisch große Siloballen aus Aluminium oder eben Handseifen aus Keramik mit der Aufschrift Sohle, sowie Armeen von Miniatursoldaten, die Gegenstände des Alltags, wie zum Beispiel Spaten oder Hirschgeweihe, durch Galvanisierungsprozesse überziehen. Inhaltlich beschäftigt sich Arnold mit unterschiedlichen Themen. Er hat historische Bezüge, aber auch Bezüge der Gegenwart. Seine Werke sind sozialkritisch, politisch, interkulturell und gesellschaftsrelevant. Auch bei Werken im öffentlichen Raum, von denen Arnold viele realisiert hat und auch preisgekrönte, nimmt er sich kein Blatt vor den Mund. Man denke zum Beispiel an die Arbeit im Landhaus 12, wo schwarze Schafe die Treppenunterseite auf und ab spazieren oder Pinocchios Nase bis in die obersten Etagen wächst. An der Fassade der Raiffeisenkasse Brixen hat er Bertolt Brechts Textfragment »Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie?« in Neonlettern angebracht. Und gespickt hat er diese Ironie und Provokation noch mit einer Arbeit, wo ein Hase bewaffnet, eine kleine Figur, auf der Terrasse stehend Richtung Dom blickt und die Frage stellt, Santo Anch'io. Das Atelierhaus des Museums hat er kurzerhand in einen Sexshop
transformiert, nur ästhetisch, nicht funktional, versteht sich, mit der Frage, ob sich Sex tatsächlich besser verkauft als Kunst. Hinter diesem mit Ironie und Doppeldeutigkeit gespickten Werken steckt jede Menge Ernsthaftigkeit, Neugierde, Disziplin, Durchhaltevermögen und auch Verantwortungsbewusstsein. Und eine Gabe, die Arnold ganz besonders liegt, nämlich die Neugierde. Und die Neugierde auf Geschichten neu zu stricken und Geschichten zu erzählen. Arnolds Arbeiten sind Geschichten, die von barocken Ausschmückungen bis hin zu Kuriositäten, von realen und Wunschdenken über das Leben, die Liebe und den Tod erzählen. Und damit gebe ich das Wort weiter an Arnold Dallon in sein Studio. Ich bitte Sie, die Mikrofone ausgeschaltet zu halten. Fragen können Sie gerne am Ende an den Künstler direkt richten oder eben auch während des Vortrags in den Chat schreiben. Bitte, Arnold. Also nochmal willkommen in Lana. Und es freut mich, dass ich euch hier begrüßen darf. Ich beginne jetzt mit einer Arbeit. Ich mache schnell so eine Runde zu Eltern und neueren Arbeiten. Ich arbeite ja sehr mit Versatzstücke und das kehrt dann wieder in Bildern oder in dreidimensionalen Arbeiten, und das ist eine ältere Arbeit. Wie ihr seht, ist das ein besteht ja im Grund aus vorgefundenen Versatzstücken. Die Arbeit ziert kleine Plastiksoldaten, die ein Geweih überwuchern und somit im Grund wie ein neues Gebilde erscheinen. Das deswegen, weil meine Arbeit im Grund in assoziativer Weise denkt. Das heißt, ich glaube, ich gehe meist von vorgefundenen Dingen aus und baue sie um und baue sie in eine neue Geschichte ein. Folgendem Herbst und im halben Winter habe ich an diese zwei Arbeiten gearbeitet. Mir schien, dass sie zur Zeit passen, in der wir gerade durchwandern, eine sehr eigenartige Zeit, wo sehr viele Meinungen und Positionen kontrovers aufeinanderstoßen. Man sieht darauf zwei Männer, die im Grund mit dem Kopf verhangen, einer Karten spielend und der andere im Grund entlang auf einem Boden gezeichneten Linien schreiten. Es sind Zitate von Fotos eines gewissen Bruder Buchs, der lebte so um die 1940er Jahre in Amerika, stammte allerdings aus Indien, und er war so was wie ein Magier, Zauberkünstler und schlussendlich auch ein Scharlatan, der im Grund vorgab, Dinge zu können, die andere nicht können. Und im Grund mit dieser eigenartigen Theorie der Parapsychologie Menschen beeinflussen kann, Dinge zu machen, die jemand anderen ihnen befiehlt. Und mir schien, dass das symptomatisch ist für unsere Zeit, wo wir ständig bombardiert werden mit Charlatanerie und mit Falschmeldungen. Wir wissen eigentlich nicht genau, wie es weitergeht und wohin es weitergehen soll. Und das war meine Arbeit dazu. Die allerletzte Arbeit ist jetzt erst vorgestern fertig geworden, ist was ganz anderes. Also das ist eine sehr barocke, eine sehr überflutende Arbeit in Farbe und in diesem barocken Blumengebilde. Wir leben derzeit in einer Situation, wo einerseits wir unser gewohnten
Kollege Gesellschaft vermissen und andererseits natürlich daran denken, wie könnte es weitergehen, was könnte besser werden oder wie könnte es anders werden. Es ist eine einerseits schwierige Zeit und andererseits wieder eine dekadente Zeit und wie vielleicht einige wissen, diese Arbeiten entstehen ja nicht wie man meinen könnte mit Siebdruck, sondern sie werden ja von Punkt aufgetragen. Es ist eher eine konzeptionelle Arbeit als eine virtuos malerische Arbeit. Es ist im Grund wie ein Gebet, ein Rosenkranzgebet, das im Grund das, was man perfekt machen könnte, und zwar mit Siebdruck oder anderen technischen Mitteln, per Hand übersetzt. Und was mich dabei interessiert, ist im Grund nicht die Perfektion, sondern die Fehlerquelle. Mich haben immer schon eher die Seitenwege interessiert als die Hauptstraßen. Und auch hier versuche ich oder lenkt meine Hand im Grund den einzelnen, den Punkt, und dieser Punkt kann perfekt oder kann falsch sein, so wie wir eben im Grund unser tägliches Leben machen. Schlussendlich dann arbeite ich jetzt seit 2 Jahren an einem Projekt. Ihr seht hier Probedrucke davon. Es sind jetzt mittlerweile ungefähr 80 Stück. Insgesamt werden es 100 einzelne Blätter werden. Es sind Linolschnitte. Voriges Jahr, am Beginn der Pandemie, hatte ich den Wunsch, ich musste mich irgendwie auch körperlich irgendwie einbringen. Also ich habe mal früher geschnitzt oder zumindest Linolschnitte gemacht und habe dann im Grund diese ruhige Zeit im Grund dafür benutzt, ein neues Projekt zu beginnen. Dieses Projekt startete irgendwie zufällig, weil ich an einem Flohmarkt einen Atlas kaufte und der dann jahrelang rumlag, und das ist ein alter Stielers Handatlas von 1906. Der enthält eben oder enthielt eben 100 Karten und der lag eben eine Zeit lang rum und ich wusste nicht genau, was ich damit anfangen sollte. Und voriges Jahr oder vor 1,5 Jahren mittlerweile begann ich damit, zu jeder einzelnen Karte Geschichten zu suchen und diese zur jeweiligen Karte zu assoziieren. Also im Grunde sind das die einzelnen Blätter dieses Albums, dieses Atlas. Und beispielsweise sieht man hier eben hinter Indien den Archipel, unter anderem eben mit Vietnam. Und dazu suche ich mir eben Geschichten, die entweder mit dem Land oder mit dem Gebiet zusammenhängen. In diesem Fall zitiere ich im Grund einen Filmstil aus dem Film Apocalypse Now von 1979 von Francis Ford Coppola mit Marlon Brando, der ja der in dem Film den Colonel Walter Kurz spielt, einen verrückten Colonel. Und somit nehme ich jede Karte, suche mir eine Geschichte dazu, mache den Holzschnitt. Und das, was ihr jetzt hier seht, das sind im Grunde erst die Probedrucke. Die fertige Arbeit wird dann so aussehen, dass die Linolschnitte im Grund dann auf die Originalkarten gedruckt werden und eins werden mit der Karte, und die Karte und die Linolschnitte dann
sich überlappen und die Geschichte fertig erzählen. Und die einzelnen Geschichten sind ganz unterschiedlich. Sie sind einerseits traurig, lustig, sie sind geschichtliche Ereignisse oder auch Zeitungsmeldungen, beispielsweise diese, die in der Pandemie eben in China, in Hongkong passierte oder sich zugetragen hat, wo eben zwei Pandas in dieser Ruhe des Lockdowns nach 10 Jahren das erste Mal wieder Sex hatten. Das sind stille Geschichten, ironische Geschichten, die aber mit unserer Zeit zusammenhängen und im Grund ein Weltbild wiedergeben. Also im Grund wünsche ich mir dann, dass ein neuer Atlas entsteht, der aus Karten besteht und aus Geschichten im Grund, die die Welt nicht erklären, sondern Einblicke geben in die Welt. Wir sehen da jetzt beispielsweise den Probedruck, der dann auf die Karte Afrika gedruckt werden wird. Das ist ein Ereignis, das ja die Eltern von uns noch wahrscheinlich ganz gut in Erinnerung haben, denn es ist ein historischer Kampf, der sich zugetragen hat von Cassius Clay und George Foreman. Der Kampf ging in die Geschichte ein, weil er diesen Titel trug, Rumble in the Jungle, weil es im Grund eine Schlägerei oder sogenannte Schlägerei im Dschungel war und der erste im Grund bekannte Boxkampf war auf afrikanischem Boden. Und damals eben Cassius Clay im Grund seine große Show abzog. Es sind auch teilweise in diesem Atlas dann intimere Geschichten enthalten, also es gibt eben Karten, die sind Nordpol oder die Südpolarkarte oder der Sternenhimmel. Also im Grund hat der Atlas 100 Karten, einerseits Länderkarten, einerseits auch Sternen oder Karten der Pole. Und einerseits habe ich dann versucht, auch sehr intimere Geschichten einzuflechten. Und beim Nordpol eben habe ich meinen alten Teddybär zitiert, den ich mal hatte, den ich erst vor kurzem wiedergefunden habe und der fast so alt ist mittlerweile wie ich selbst und man ihm ansieht auch, dass er im Grund diese Zeit durchlitten hat und oder durchlebt hat und er mir symptomatisch kam für eben die Karte Nordpol. Und es gibt dann Länder, die eigentlich außerhalb unserer, die wir eigentlich fast ausblenden oder die es mal gab, die jetzt anders heißen und so weiter, weil der Atlas besteht aus 1906. Und ich fragte mich auch, ob es einen Sinn hat, einen Atlas von 1906 zu illustrieren. Andererseits ist es so, dass Atlanten sich ständig ändern. Wir sehen das ja mit den eigenartigen Landbesetzungen von Russland, wo plötzlich neue Grenzen entstehen oder andere Grenzen sich wieder auflösen. Deswegen nehme ich mir auch die Freiheit und interpretiere im Grund diesen Atlas neu oder gehe so weit, dass ich Länder im Grund neu zitiere. Es gab ja mal dieses Land, das französisch Guyana und vielleicht erinnern sich viele, da gab es mal diesen Prediger Jim Jones, einen Amerikaner, der eine bekannte, mit vielen Mitgliedern Sekte gründete in Amerika, dort dann Probleme bekam und mit der gesamten Sekte nach französisch-Guyana auswanderte.
dort eben im Grund sein neues Domizil errichtete und dort eben im Grund seinen Gottesstaat im Grund errichten wollte. Tragischerweise ging das ja in die Geschichte dann ein als das Massaker von Guyana, weil es im Grund mit einem Massenmord, dem größten Massen-Selbstmord der Geschichte endete. Und es ist eine tragische Geschichte, die einerseits eben von diesen eigenartigen, das sieht ja teilweise aus wie der Elvis Presley, ein sehr charismatischer Mensch. Und ich erzähle das insofern, weil dieser Atlas im Grund dann ein sehr buntes Bild der Welt zeigen wird. Also einerseits eben tragische Geschichten, andererseits sehr lockere, witzige Geschichten, ironische. Es sind auch teilweise Zeitungsmeldungen. Teilweise werden Schriftsteller zitiert, die besonders in einem Land tätig waren, wie Burroughs beispielsweise, den sogenannten Beat-Poet, der in einem Spiel, wo er mit seiner Frau Wilhelm Tell nachahmte und spielte, seine Frau erschoss, bis hin zu einer Karte beispielsweise, die mit Italien zusammenhängt, wo ich eine Geschichte gesucht habe, die mir für Italien irgendwie exemplarisch schien, und zwar diese eigenartige italienisch-amerikanische Freundschaft von Ilona Staller und Jeff Koons, die im Grund einerseits Pornodarstellerin, ein eher bekannter Künstler, und die im Grund in dieser Selbstinszenierung mit barocken Sex im Grund beide eine Marktoperation machten, die wahrscheinlich auch irgendwie mit dem Land Italien symptomatisch in Verbindung steht. Es geht dann hin eben, ich blätter so durch, es geht hin von Helmut Qualtinger für Österreich, es sind Karten enthalten von Vereinigten Staaten eben, Türkei, also es fließen auch Geschichten rein, die aktueller sind, beispielsweise diese Wiederumwidmung einer ehemaligen ursprünglich christlichen, dann muslimischen, dann Museum und jetzt wiederum muslimischen Kirche in Istanbul, in der Türkei. Und das ist eine schöne Arbeit, und wie ihr seht, arbeite ich dran. Die Nullschnitte sehen dann irgendwie so aus. Also es ist eine große Arbeit, auch eine körperliche Anstrengung, Arbeit. Das wissen jene, die das ja besser machen als ich. Während der Pandemie hatte ich Schwierigkeiten, Linoleum zu bekommen. Dann habe ich kurzfristig eben Forex-Platten damit verwendet und bin draufgekommen, die gehen gleich gut. Und wie schon gesagt, ich bin jetzt ungefähr auf 80 Stück. Es sollten 100 werden. Mein Wunsch ist, dass daraus ein Buch wird. Ich werde auch zu jedem Bild dann eine Geschichte erzählen oder die Geschichte erzählen, die abgebildet ist, oder eine Zusammenfassung davon. Und es wird ein Panoptikum, es wird ein sehr kunterbuntes Bild unserer Welt geben. Und wir sind dann im Grund wieder dort, wo ich, oder wie ich denke auch. Ich denke, dass Kunst
nicht aus nichts entsteht, sondern meistens mit Versatzstücken, mit dem entsteht, was davor war und danach kommen wird. Wir werden das immer wieder neu zusammenbauen, neu denken, neu interpretieren. Und das wird sich auch in diesem Atlas widerspiegeln. Ich denke, das sind die 10 Minuten, glaube ich, sind um. Danke euch für das Zusehen und für die Geduld. Und warte eventuell auf Fragen, und auf die ich gerne beantworte. Ja, danke, Arnold. Danke dir. Du hast uns hier ein wunderbares Bild deiner Welt gezeichnet und deine Geschichten erzählt. Danke auch Anushka, die heute gefilmt hat, für die ausgesprochen ruhige Hand. Kompliment. Ja, liebes Publikum, wir hoffen, auch Sie sind neugierig geworden, neugierig auf mehr. Und wir hoffen sehr, dass es bald die Gelegenheit für Sie geben wird, die Werke von Arnold irgendwo in einer Ausstellung auch wieder live zu sehen. Mit diesem Wunsch schließe ich den offiziellen Teil. Ich bedanke mich bei dir, Arnold. Vielen herzlichen Dank beim Vorstand des Danke euch, ja. Beim Präsidenten, bei Katrin Klotz und Simon Lanz. Für die Mitarbeit, die Videos sind ja dann zu einem späteren Punkt auch einsehbar auf unserem YouTube-Kanal. Und wir hoffen natürlich, dass Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Nächste Woche sind wir in Bozen bei Christina Vignocchi. Und jetzt, wenn es Fragen gibt, sehr gerne.